Guten Tag und willkommen zurück hier bei New Super Mario Bros. Nachdem es beim letzten Mal wie aus Eimern Fails geschüttet hat, hoffe ich, dass es dieses Mal besser läuft. Und ich glaube, das hier ist sogar mein Lieblingslevel. Wenn das der Level mit den drehenden Fragezeichenblöcken ist. Ist es? Oder ist es nicht? War es der Speziallevel? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Na, nee. Ja, okay. Dann kommen wir da gleich zu. Wie auch immer. Und ja, so, jetzt kommen wir runter. Aber ich weiß auch gerade nicht, ob der, ob ich den immer noch so geil finde. Na, ich hole mir hier wieder einen Panzer. Zumindest versuche ich's. Jawohl, schön. Ich meine, ist das Spezialitem von diesem Spiel, muss man, so oft es geht, holen. Und ich glaube, hier ist eine Ranke. Da kann ich mich dann doch noch sehr gut dran erinnern. Aber einem sollte direkt... hallo? So, machen wir ihn mal weg. Einem sollte direkt auffallen, dass hier irgendwas faul dran ist. Ah, okay, hier. Weil hier ist so viel Platz da. Mario, jetzt geht er hoch. Hier ist so viel Platz. Hier muss einfach irgendwas sein. Also, ich denke, das werden die meisten mitbekommen. Zwar nicht unbedingt direkt die Ranke finden, aber spätestens da, wo man dann die dritte Starcoin einsammelt, wird man sich so denken, ja, okay. Ich denke, ich weiß schon, wo ich nachschauen muss. Was ist hier los? Einfach so. Ja. Okay. Man kann doch bestimmt in eine der Mini-Röhren rein, oder? Kommt dann hier bestimmt wieder raus. Nice. Nur was genau einem das bringt, weiß ich jetzt nicht. Oder ob es einem überhaupt irgendwas bringt. Ah. Ob es einem überhaupt irgendwas bringt, ist auch fragwürdig. Wir können gerne mal auf die Map schauen. Auf die World Map. Und nee, ich denke, dass die Kanone hier zum Geisterhaus gehören wird. Na, wo ich dann safe wieder off-cam nachschauen muss, weil scheiß Secret Exit ist. Weil ich denke, in jedem Geisterhaus gibt es ein Secret Exit. Oh, nice. Noch ein Panzer. So, gib her. Und ich glaube, das ist der Level mit den drehenden Fragezeichenblöcken. Richtig? Nee, scheint auch nicht so. Aber der hier scheint auf den ersten Blick wieder schwieriger zu sein, der Level. Auch sehr nice. Was tue ich? Hallo? Alter. Da wäre ich fast schon wieder abgekratzt. Alter. Weil ich mich nicht von den scheiß Koopa treffen lassen wollte. So, hopp. Moment mal. Wo ist eigentlich die erste Starcoin? Da bin ich doch safe wieder dran vorbeigerannt, oder? Kann das sein? Nur wo war die denn bitte? Oder ist das die erste Starcoin? Huh? Tatsache! Das ist die erste Starcoin. Okay.
Okay. Wunderbar. Was geht hier ab? Starcoin. Sehr schön. Oh nee. Jetzt sag aber nicht, ich habe mir jetzt die Starcoin verbaut. Oder kann ich das hier... Ja, kann... Ich kann es zerstören, aber ich werde natürlich auch direkt getroffen. Idiot. Hier kann man sich doch safen abholen, oder? Ja, wenn der Koopa-Panzer nicht einfach despawnen würde. Nice. Ah gut, was soll's. Ist nun ab. Brauchen wir jetzt nicht. Wir haben 78 Stück. Oh, das war tatsächlich nochmal knapp. Und irgendwie habe ich das Gefühl... Ja. Dachte ich mir schon. Nur hier etwas aufpassen. Hier geht's dann wieder raus. Und ab ins Ziel. Ja, es wird jetzt nochmal ein bisschen schwieriger. Obwohl, das sind zwei Blöcke. Danach einen Block aus. Ja, komm, mach halt. Wunderbar. Heh, 69. So. Speziallevel geschafft. Und jetzt ab ins Geisterhaus, ne? Habe ich irgendwie nicht so wirklich Bock. Und ich dachte vorher so, ja, warum habe ich denn nicht Bock auf die Geisterhäuser? Die sind doch eigentlich immer ganz geil. Ja, aber hier im DS-Part scheinen die Secret Exits assi zu sein. Und diesen Level mache ich nicht. Ich habe gerade direkt gesehen, okay. Da ist ein... Ich weiß, was hier zu tun ist. Daran kann ich mich noch erinnern. Hoch geht's. Darf ich runter? Ja, am besten nicht runter. Lassen wir es einfach sein. Ja, wegen diesen scheiß Plattformen mag ich den Level absolut nicht. Ja, da können wir nicht lang. Okay, und die funktionieren so, dass wenn man sie anschaut, dass sie sich dann voller Luftpumpen. Und wenn man sich von wegdreht, dann fliegen sie auf einen zu. Ja, muss man jetzt zuerst in die Röhre oder hier oben hin? Okay, ich glaube, alles richtig gemacht, ja. Okay. Starcoin Nummer 2 haben wir im Sack. Und ich hoffe, die dritte Starcoin finden wir auch direkt. So, Moment. Stimmt, es gibt ja hier trotzdem dann noch den Secret Exit. Okay, Starcoin Nummer 3 ist da drüben. Nur wie kommen wir daran? Hä? Oh. Ja, nee, das ist der Weg zurück. Den wollen wir natürlich nicht. Sondern wir wollen zur Starcoin. Aber ja, wie kommen wir dahin? Wie geht das? Wow. Toll. Was ist jetzt gebracht? Und das ist
Ja, das ist derselbe Raum. Okay. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie so ein Trick. Aber nö. Ja, shit. Ah, okay. Dachte gerade schon, okay, ja, schön und gut, dass ich die gefunden habe, die Blöcke. Nice, sogar ein One-Up. Aber wie komme ich jetzt dahin? Ich hoffe, wir kriegen das relativ schnell gelöst hier. Mit der Starcoin und dem Secret Exit. Denke, ich benutze tatsächlich auch mal den Weg hier. Ah, okay. Ja, komm, gehen wir hier entlang, weil den oben, den oberen Weg, den kennen wir ja schon. Da war ich ja eben. Und hier gibt es tatsächlich was Neues. Ja, obwohl. Ja, gut. Da kommen wir dann hier raus und da wären wir dann sowieso hingekommen. Ja, gut. Ich denke, dann hat es vielleicht was mit dem roten Schalter zu tun. Man wird ja nicht ohne Grund wieder zurückgeschickt, oder? Ja, komm. Kurz vernünftig platzieren hier. Und dann geht's los. Ah, Moment mal. Okay, das ist interessant. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass es hier oben noch irgendwas gibt. Hier. Aber wie komme ich denn da hin? Das wird doch nicht nur mit einem Mini-Pilz möglich sein. Oder? Wisst ihr was? Ist mir jetzt egal. Ich werde hier jetzt auf den Mini-Pilz zurückgreifen. Ich meine, wir haben ja noch genug Toadhäuser. Bevor ich da jetzt stundenlang suche und nichts finde. Ja, dumm. Man kann auch nicht zurück zur Karte. Ach, so ein Scheißdreck. Wie sieht es mit Welt 1 aus? Ah, hier gibt es noch ein Toadhaus direkt am Anfang. Mal kurz konzentrieren. Jawohl. Wunderschön. Wunderschön. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Geisterhaus. Oder gibt uns der Fragezeichenblock jetzt einen Mini-Pilz? Nö, der gibt uns die Koopa Shell. Die werde ich aber dankend annehmen, weil wir damit eben auch Bogus wegmachen können. Also ist die hier einen sehr krassen Vorteil. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert, den unteren Weg zu gehen. Aber hier weiß ich wenigstens, wie lang wir brauchen werden.
ein Tier. Da nochmal der Beweis. Man kann die Viecher mit den Superpanzer wegmachen. So. Dann braucht man sich um die gar nicht kümmern. Kann die einfach wegböllern. Und das war's dann. Da hat man seine Ruhe, kann hier in Ruhe machen. Okay. Und dann läuft man hier auch nicht Gefahr, dass man hier verreckt. So. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie wirkt es echt so, als könnte man hier nur mit dem Mini-Pilz weiter. Beziehungsweise hoch. Ja, doch. Doch, ich denke, das soll so gemacht werden, weil... Guck mal, hier kommst du gar nicht mit dem normalen Mario lang. Geht nicht. Und das ist tatsächlich auch direkt das Secret Exit. Ah, keine Ahnung. Ah, schade. Aber ja, ich denke, das ist für Mini Mario. Weil sonst würde man auch die Fahnenstange gar nicht erreichen. Außer da gibt's halt noch Blöcke. Ne? Nun gut. Es liegen noch 3 Level vor uns. Dann muss ich echt ein bisschen Gas geben, ne? Gut, holen wir uns aber erstmal einen Sneak Peek von Level 7. Oh, und die Musik hier, die ist, glaube ich, richtig geil. Ja, Mann. Boah, das ist so... Das ist so richtig das New Super Mario Bros. Feeling. Das ist so der Track, den ich mit diesem Spiel am meisten in Verbindung bringe. Ich freue mich schon auf Level, auf Feld 7. Die mag ich zwar... nicht so richtig gerne. Also zumindest nicht so gerne wie hier die Dschungelwelt. Obwohl ich... Keine Ahnung, ich fand die Dschungelwelt irgendwie immer als Kiddie ziemlich gut. Aber jetzt, so die Level sind halt nicht wirklich gut. Ich mochte die einfach immer, weil die anders war als die anderen Welten. Die hat sich einfach immer so ein bisschen abgehoben. Aber wenn ich die jetzt so sehe, na, weiß ich nicht. Ah, nice. Da ist die dann doch so ein bisschen schwach. Von Halbzeit. Ich habe immer noch keine Starcoin. Ah, shit. Ach komm, ey. Ah gut, hier ist eine Starcoin, aber ob das die erste ist. Okay, nice. Zählt noch. Doch, tatsächlich. Wie lang ist der Level dann? Ich hoffe jetzt nicht allzu lang. Hier ist direkt die zweite. Ja, okay. So. Na gut, hier oben gibt's nichts. Ah, da oben. Ich denke, da oben gibt's was.
Okay, kommt man sehr schwer hoch. Aber nö, hier gibt's auch nichts. Da aber. Ja, toll. Okay. War so. Na, was? Ungünstiger kann man nicht springen. Holy shit, was war das denn? Alter, was war das für ein Sprung? Ja. Mann, Mario. Gut. Natürlich geht er in seinen Panzer und legt die Bombe dann ab. Okay. Nochmal besser platziert. Da drüben wäre ich, glaube ich, nicht mal hochgekommen. Aber so kommen wir noch hoch. Dreck, ey. Hau ab. Muss man ein bisschen besser timen. Und am besten auch hier unten hingehen. So. Dann kriegt man es easy hin. Aber ich habe die ganze Zeit versucht, die oben abzulegen. Dumm. Einfach nur dumm. Alter. Ja, okay. So geht's. Kann man hier? Nein. Kann man nicht. Hier drüben geht's wieder hoch. Werfen wir einen weg. Und kommt da was runter? Nein, da kommt nichts runter. Und erreiche leider auch nicht die Fahnenstange. Hm. Die Zeit wird tatsächlich ein bisschen knapp. Ich schaue einfach nochmal zu Level 5. Das sind 3 Level bis zur Burg. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss. Einfach nur, weil es besser passt. Und machen dann im nächsten Part hier noch die letzten 2 Level der 4. Welt zu Ende. Ja, und machen dann einfach bis zum Turm der 5. Welt. Weil hier die 2. Hälfte war jetzt viel länger als gedacht. So. Aber das Abhaus nehmen wir noch mit. Als kleine Entschädigung. Und weil ich Bock habe. Komm, direkt Bowser. Ah. Ah, da ist er. Da ist er. Ich hatte schon im Gefühl, dass es eine Kackrunde wird. Und gut. Dann würde ich mich erstmal fürs Zusehen bedanken. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao. We'll be right back.